Wer sind die Zapatistas? Leute von unten, einfache Leute. Rebellische Männer und Frauen, träumende Kinder und ungehorsame Alte. Indigene Mayas, die uns vor 20 Jahren mit dem würdigen Schrei "Es ist genug!" aufweckten. Genug womit? Genug mit der Gewalt, dem Tod, der Ausbeutung, der Vertreibung, der Demütigung, der Verachtung und Repression gegenüber den Indigenen, den Frauen der Natur. Was verlangen Sie von der Regierung? Nichts. Sie verlangen gar nichts von der Regierung. Als sie sich 1994 erhoben, veröffentlichten sie 11 Forderungen. Sie sprachen mit der Regierung und unterzeichneten Abkommen, die niemals erfüllt wurden. Angesichts dieses Verrats entschieden die Zapatistas, in ihre Territorien zu gehen und ihre Autonomie von unten zu errichten. Und die Regierung antwortete mit Krieg. Was haben sie während dieser 20 Jahre gemacht? Sie haben sich organisiert. Sie haben eine andere Welt erschaffen, welche Menschen von überall her in der kleinen zapatistischen Schule erleben. Diese freie Welt, in der es keine Ausbeutung, keine Unterdrückung, keine Gewalt und keine andere Hierarchie als die des Dienens gibt. Diese andere Welt mit Räten der guten Regierung, autonomen Schulen, Arztstationen und Krankenhäusern, mit ökonomischem Widerstand und kollektiver Arbeit, die uns zeigt, dass eine andere Art zu leben möglich ist und dass sie diese mit organisierten Händen und Herzen errichten, trotz der permanenten Feindseligkeit und der Angriffe der Regierung und ihrer Paramilitärs. Aber in den Medien sprechen sie nur von dem Krieg gegen die Drogenkriminalität, nicht von dem Krieg gegen die Zapatistas. Es ist der gleiche Krieg, ein Krieg von oben gegen alle. Ein Krieg der vollständigen Zermürbung, der die Indigenen seit mehr als 500 Jahren heimsucht und, wenn wir es richtig sehen, überall stattfindet. Die Medien sind gekauft von denjenigen, die den Krieg führen, den Eigentümern des Kapitals. Deshalb haben wir auch unsere freien Medien und unsere kommunitäre Kommunikation, um uns über die Wahrheit zu informieren. Warum will die Regierung sie fertig machen? Sie will ihr Territorium erobern, da es außer mit Erdöl und Uran voll mit Indigenen ist. Und die Indigenen, außer dass sie kein Spanisch sprechen, wollen auch keine Kreditkarten und widmen sich dem Sehen. Sie sind keine Konsumenten noch Produzenten. Sie sind überflüssig und alles, was überflüssig ist, ist eliminierbar. Aber sie wollen nicht verschwinden und nicht aufhören, Indigene zu sein. Sie kämpfen darum, als Indigene anerkannt zu werden und dafür, dass ihr Recht zu existieren anerkannt wird, ohne zu anderen zu werden. Warum antworten Sie nicht mit Waffen, wenn Sie eine Armee sind? Man darf die EZLN nicht mit den Unterstützungsbasen, das heißt den Leuten der organisierten Gemeinden, verwechseln. Die EZLN sagt, wir wurden zu Soldaten, damit es keine Soldaten mehr gibt. Und sie werden immer unsichtbarer, indem sie die zapatistischen Unterstützungsbasen gehorchend regieren lassen. Und warum maskieren sie sich mit Wollmützen? Sie sagen, wir mussten unsere Gesichter verbergen, um gesehen zu werden. Die Mütze ist ein Symbol des Widerstandes. Hinter diesen Masken steckt mein Gesicht und auch deins. Und die Frauen, was ist mit denen? Sie partizipieren in allen Bereichen ihrer Organisation, wie es im revolutionären Frauengesetz geschrieben steht. Und warum Marcos, ein mestizischer Anführer? Marcos hat am 25. Mai 2014 aufgehört zu existieren und war ein Sprecher, genauso wie Moises. Diejenigen, die die Autonomie errichten, sind einfache, rebellische, ungehorsame und organisierte Frauen und Männer. Wie viele sind es? Ein Haufen. Wo sind sie? Überall. Der Schmerz und die Wut breiten sich heute in der ganzen Welt aus. Der Zapatismus sprießt überall in friedlichen Initiativen, in dieser Welt, in die viele Welten passen. Dutzende von Ländern zeigen, dass die Zapatistas überall sind, dass wir eine Menge sind, die Freiheit verteidigen, die Autonomie errichten und unser Solidaritätsnetz immer besser verweben. Und wie geht es den zapatistischen Gemeinden heute? Jeden Tag. Während sie ihre Autonomie errichten, müssen sie militärischen, ideologischen und ökonomischen Angriffen widerstehen. Gewalt, Feindseligkeit, Morde, Inhaftierung, Vertreibung und Verachtung sind ihr täglich Brot. Was ist ihre Form der Gerechtigkeit? Sie sagen, sie suchen Gerechtigkeit, keine Rache. Sie treten denen von oben ohne Furcht entgegen, mit würdiger Wut, der Erinnerung und dem Dienst für die Gemeinde. Sie zeigen uns, dass die Form Gerechtigkeit zu leben bedeutet, sich zu organisieren, täglich die Autonomie zu errichten. Jeder in seiner Geografie, von unten, ohne Geschäfte zu machen, ohne sich zu verkaufen, ohne aufzugeben, noch zu verraten. Was habe ich damit zu tun? Ihr Schmerz ist unserer, Kompa. Wir fallen alle mit ihnen oder wir erheben uns alle.
Es ist Zeit zu handeln. Die Realität ist unsere. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo... Am 2. Mai wurde der Compañero Galeano, zapatistische Unterstützungsbasis und Lehrer der kleinen zapatistischen Schule, in einem Hinterhalt im Caracol La Realidad umgebracht. Diese Aktion war von oben militärisch geplant und organisiert. Die kommerziellen Medien verbreiten das falsche Bild einer Auseinandersetzung, die Realität verdrehend, wie es ihre Art ist. Die Realität ist die, dass die Aggression gegen Galeano das Abbild der täglichen, systematischen Gewalt gegen alle ist. Die Realität ist in unseren Händen. Das Verbrechen wird nicht ungestraft bleiben. Endgültig Schluss mit der Aggression gegen die zapatistischen Gemeinden. Wenn Sie die Zapatistas angreifen, greifen Sie uns alle an. Sie haben Angst vor uns, weil wir keine Angst haben. Informiere dich, organisiere dich und handle.